So, Entschuldigung, jetzt habe ich dir reingeredet, aber das macht gar nichts. Okay, ich wollte nur mitteilen, dass wir vielleicht auf die 40 kommen. Wir machen jedenfalls weiter bei My Little Puzzles 2. Das letzte Mal haben wir Dead End angefangen und uns ein Jetzt wenig machen umgeguckt und nicht wirklich. Also ich darf kein Item mit reinnehmen, das habe ich schon verstanden. wir. Doch, du darfst dein Item mit reinnehmen. Ja, es nützt mir nichts. Es nützt mir nichts. So meinte ich das jetzt eher. Na gut. Oder es nützt mir doch nichts. Nee, noch nicht. Dann Nope, nützt es dir noch nichts. nicht. Wir sollten ja keine Tipps geben, sonst verraten wir ihm schon wieder alles. Weiß er denn schon, was er am Anfang machen will? Nee. Nein. Also wahrscheinlich will ich das Yoshi groß machen, aber Und was hast du hier für Items zur Verfügung? viele. Ich habe unter Zum anderem Beispiel. kleine Items, wie zum Beispiel das le komische Leben da oben. Auch wenn ich nicht wirklich checke, warum da ein Leben rumfährt, aber hey. Damit du nicht stirbst. Ja. In dem Fall. Ich meine, das könnte ich dann hier mit irgendeinem Block und. Oh. Ich kann den Pilz, der von da oben runterkommt, ja gar nicht. Ich kann ja nur das Leben hier entlang schicken. Das halte ich für ein Gerücht. Was kannst du mit dem Pilz von oben denn gar nicht? Doch, hier ist ja auch ein Pilz drin. Ja. Okay. Nevermind, hat sich erledigt. Dann haben wir doch jetzt mal einen kleinen Plan für einen guten Start. Also will ich als erstes das hier wieder auslösen. Ja. Das hier wieder auslösen. Das hier am besten. Das hier am besten. Auch ohne den Block kaputt zu zerstören. Mensch. Das wird jetzt ein wenig. Aber er kommt, er kommt, er kommt. Das ist gut. Okay. Ich bin So, und jetzt kann ich dich auf die richtige Seite stellen. Geht das Er noch? kann über den Pilz drüber springen, das geht dann noch. Geht das noch? Das müsste noch gehen, glaube ich. Okay, sehr schön. Okay, dann kann ich ihn doch auslösen. Ich habe nichts gesagt. So, dann fährt er jetzt da entlang. Und ich muss jetzt meinen Pilz verlieren. Und nehme den Block mit, weil weiß ich noch nicht. Ach, was ist das denn? Keine sonderlich große Herausforderung. Wenn du bedenkst, was du noch alles zur Verfügung Ach hast, ja. Problem zu lösen, dann hast du schnell gelöst. Ja, so wird er dir offscreen, der Pilz. Okay, also du scrollst zurück. Ja, Mensch, das war ziemlich knapp. So, jetzt habe ich einen Yoshi. Und komme nicht zurück. Ach doch. Der Pilz muss irgendwie mehr können als nur das. Achso, ja gut, Vielleicht. ich komme jetzt mit dem Pilz auf Yoshi. Das ist doch schon mal was. Und jetzt kriege ich Yoshi nicht da weiter. So. Ich kriege Yoshi aber zurück. Meinst du? War nicht sehr weit. Ah, ich kriege Yoshi doch sehr weit zurück. Meinst du? Wenn ich das richtig. Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Meinst du? Ja. Meine ich nicht. Der kommt nicht mehr, ne? Ne, der kommt nicht mehr. Mach es doch richtig. Ja, jetzt kommt er ja nicht mehr, deswegen sage ich ja jetzt. Ach, warte mal, doch. Könnte ja bis hier rüber gehen. Ja, natürlich könntest du das. Ah. Ja, okay, dann ist das ja tatsächlich eine Möglichkeit. So. Und go.
Naja. Go in den Toastblock. So oder so ähnlich. Jetzt muss ich halt nur schnell... Okay. Da, stopp. So, jetzt kann halt... Nee, das ist zu weit weg. Schade. Aber jetzt kann ich mit dem PC wie zollen. Und kann den Midway Point auslassen. Warum? Und dies bringt dir Folgendes. Auch immer. Oh. Komplett neuer Anfang. Das ist jetzt aber ein Anfang, in den ich theoretisch mit 10 Münzen reingehen könnte. Das könntest du machen. Und dann ist der Block da hier auch. Warum auch immer der Block hier relevant sein soll, ich weiß es noch nicht. Aha. Oh, ach so. Ja, wie bereits gesagt, musst du nicht. Wenn du richtig springst. Das ist cool. Denke ich auch. Was wir ins Leben holen, indem du halb durch die Wolken durchspringst. Warum auch immer, aber du könntest es. Ja. Aber das brauchst du auch nicht. Ende. Sackgasse. Dead End. Ja, ich kann jetzt natürlich auch anders in das Level reingehen, das ist mir schon bewusst. Anders? Also indem du wieder die Rampen resettest? Na, ich könnte zum Beispiel groß in das Level rein und so weiter. Was könntest du machen? Oder mit Yoshi. Ach, das war ja gar nicht. Oder mit einem Yoshi. Dessen Kopf dann verpitcht, weil hier noch ein Yoshi ist. Dann hast du ein verdistisch des Yoshi. Irgendwie erscheint der Fortschritt plötzlich gar nicht mehr so fortschrittlich. Also aus der Position gerade kann ich gar nichts mehr machen. Ja, dann müssen wir die ROM leider nochmal resetten und du musst mal das Level anders spielen. Hier müsste ich groß sein. Ach so! Ja. Mensch. Mensch, Mensch. Falsch gedacht. Ach, schon, du willst dich jetzt umbringen. Ja, das war tatsächlich. Ach so, Moment, muss ich ja so. Oh, gerade noch ein Leben. Ups. Verstehe trotzdem nach wie vor nicht, warum ich da jetzt. Aber hey. Warum auch immer. So. Aber was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Ein Yoshi. Ein Yoshi, den du jetzt mit kleinem Mario hast. Ein kleines Yoshi mit kleinem Mario. Ja, den hatte ich vorhin auch. Na, jetzt hast du aber rechts noch Pilze. Am Anfang des Levels. Theoretisch. Die du vorher nicht mehr hattest. Und komm nicht mehr zurück. Genau, das bringt jetzt auch nichts, dass da Pilze sind, aber... Vielleicht wirst du sie ja haben. Da muss ich aber erstmal hinkommen, komme ich ja gar nicht. Ich dachte, das bringt ja nichts. Also jetzt nicht. Also bin ich jetzt jedenfalls falsch hier? Nein, eigentlich nicht. Beziehungsweise ich kann ja den Pilz hier nehmen. Aber... Ja gut, mit dem Pilz könnte ich jetzt zurückgehen. Mit Yoshi könnte ich jetzt mit dem Pilz zurückgehen.
Ich könnte mir den Pisage wiederholen. Genau, und dann den Midway Point wieder auslösen. Nee, aber mit dem P-Switch könnte ich ja zumindest... Ach nee, das ist in der Resetter, da komme ich ja gar nicht raus. Ja, du könntest mit der Resetter am Anfang des Levels sein. Mit Yoshi. Ja. Oh. Der war gut. Das, was ich jetzt hier mache, ist doch Quatsch. Es ist zumindest nicht die geplante Lösung. Es ist Quatsch. Ich sehe absolut nicht, warum mir das jetzt irgendein... Ja, vielleicht findest du eine wunderschöne Break-Möglichkeit, die wir noch nicht gesehen haben. Und das ist, die sind doch jetzt nach wie vor, die sind jetzt wieder fest. Ich habe doch jetzt wieder... Ja, natürlich. Wieso speichere ich das? Das war Murks. Der kommt halt auch nicht mit. Na gut, das könnte ich, aber das wäre egal. Den könnte ich auch da... Aber hä? Ich... Hier ist jetzt auch nichts anderes, was mich auslösen könnte. Also unter dem Tilpoint war nichts versteckt. Sariel, was willst du von mir? Andere Dinge. Ach so. Geh dann nochmal nach rechts, wo du auf der rechten Seite beim Yoshi warst. Da war es besser. Ja, das denke ich auch. Und du hast übrigens noch ein Leben, Conan. Also ich weiß nicht, ob das zum Verhängnis wird irgendwann mal. Aber ich denke nicht. Halt! Wofür ist die Blume da? Was soll der ganze Quatsch? Warum ist das da? Das wirst du sehen, wenn es zu weit ist. Wahrscheinlich, dass die sich ausgelöst haben müssen oder sowas. Ja. Ja, aber... Aber was? Yoshi bringt mir da... Ach, scheiße. Yoshi bringt mir da ja nicht wirklich viel. Also Yoshi könnte ich wieder hier draufsetzen. Ja. Ja, jetzt kann ich auch mit... Ach, scheiße. Jetzt kann ich mich auch wieder klein machen. Das ist aber jetzt dasselbe Spiel wie vorhin. Mit einem entscheidenden Unterschied, den du wahrscheinlich nicht so realisiert hast. Aber ja, die Blöcke sind jetzt ausgelöst. Wenn ich jetzt den Schlüssel bekommen würde, könnte ich vorne einfach durchgehen. Dann ist es doch schon mal ein Ansatz, den du verfolgen könntest. Aber das war ja nicht das Problem, was ich hatte. Das Problem, was ich hatte, war ja, dass der P-Switch nicht... Naja. Aber das Problem hast du halt dann später nicht mehr, dass die 10er-Blöcke dir im Weg sind. Ja gut, aber wie gesagt, ich komme jetzt ja trotzdem nicht da raus. Dann müssen wir einen anderen Lösungsansatz versuchen. Ups. Nein. Bin ich soweit richtig, Sariel? Sag bitte nein. Ich weiß es nicht, da du wieder eine etwas andere Version spielst, als die geplant wäre. Natürlich. Was spricht denn dagegen, jetzt den P-Switch zu drücken? Eigentlich aktuell nichts. Würde ich auch sagen. Ich krieg halt Yoshi hier nicht raus. Das könnte so stimmen. Die Frage ist, was willst du mit Yoshi? Den Schlüssel.
Genau, ich wollte gerade noch einen Tipp geben. Du hast doch ein anderes Yoshi da links gehabt. Warum nimmst du denn das nicht her, wenn du einen Yoshi haben willst da draußen? Jetzt muss ich irgendwie den blöden Flugdings wieder herkriegen. Ja, nach links scrollst, ist es etwas einfacher, als wenn du nach rechts scrollst. Ach, habe ich in die falsche Richtung gescrollt? Ja, möglicherweise. Du willst den Spawnpunkt aus anderen Richtungen haben. Genauso. Ups. Das ist besser. Im Moment, dann ist das Level jetzt aber durch. Kann man so sagen. Kann ja nicht sein. Herzlichen Glückwunsch zum Break. Er kann doch nicht sein. Ich meine, ich habe doch den ganzen Kram hier nicht genutzt. Das Level ist etwas einfacher als das andere Added Life. Was habe ich jetzt gebreakt? Dinge. Ach so. Um genau zu sein, sogar ein Level. Ja, aber womit habe ich es gebreakt? Das könnte ich dir erklären. Dann tu es bitte. Du könntest auch etwas zurückspulen. Oder erstmal ein Sicherheits-Safe-State machen und dann zurückspulen. Wohin? Noch ein Stück. Oh, die Rui 1, ich sehe sie. Ja. Ah, da ist gut. Also noch weiter kann ich nicht nämlich aus dem Level draußen. Ja, dann kannst du jetzt erstmal die 10 Münzen sammeln und an den 10er Block springen. Okay. Man aktiviert den 10er Block am besten mit 10 Münzen. Ich dachte, da kommt noch eine Münze raus, dabei war dann Leben drin. Ich wollte extra die 9., die 10. damit, aber das. Danke für den Tipp. Wäre cool gewesen, aber leider geht's nicht so. So, dann kannst du nach rechts und dich einmal zum kleinen Yoshi da durchdrehen, indem du den Pilz in der Box nutzt. Das ist ja nun genau das gleiche wie vorhin. Ja, und jetzt ändern sich die Sachen ein wenig. Also sollten sie. Nämlich darfst du. Es ist lange her, dass ich das Level gebaut habe. Das war eins der ersten. Am besten Yoshi behalten. So. Dann den Kram da links kannst du auch schon mal vergessen. Den brauchst du nämlich gar nicht. Stattdessen darfst du Yoshi gegen den Turnblock werfen. Und das am besten ohne den Lila-Block dabei verschwendet zu haben. Du hast gesagt, ich darf den Kram links vergessen. Ja, den Kram links von den Lila-Blöcken. Ach so. Ja, und jetzt möchtest du schauen, dass du... Das ist zeitlich etwas eng, aber sobald der Block das nächste Mal aktiviert wird, versuchst du Yoshi ein bisschen nach rechts zu werfen. Was war geplant? Moment, ich muss selbst überlegen. Es ist lange her. Du willst auf jeden Fall Yoshi mit dem Pilz da rechts füttern, das weiß ich. Und du willst einen lila Turnblock von da links verwenden, um den Block rechts aufzumachen. Das geht am besten, wenn du Sachen machst. Hier hast du einen schönen Yoshi. Ach, scheiße. Das könnte zeitlich sogar drin sein.
Na gut. Sag es nicht. Aber so wäre es gedacht, oder wie? Nicht ganz. Ach, allerdings auch gerade nicht. Selbst gedacht war, nehmen. Achso, ich könnte natürlich auch. Ich hab das schneller. Sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, weil ich kurz in Luna Magic geschaut habe, aber zeig mal, was du vorhast. Yoshi ist da drüben groß jetzt. Ah ja, okay, dann darfst du den lila Turnblock holen. Lila Throwblock. Und darfst dann rechts damit den anderen Turnblock aufmachen. Dann darfst du Yoshi nach links auf die Messagebox stellen und dann hier durch die Lücke gehen. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich ihn groß oder klein lasse? Also, dass es hier alles immer mehr knapper wird, weil ich den Pilz nie verwenden kann als Mario? Es war nicht geplant, dass du dich treffen lässt, denn vorher konntest du groß nicht nach links gehen. Dann habe ich aber gemeint, hey, Chosen hat mein Level gebreakt, also ändere ich da was und jetzt hast du die Möglichkeit, groß nach links zu gehen und das ist ein Fehler. Ach so. Denn früher konntest du dich nicht an den Mannschaften treffen lassen und ansonsten gibt es ja nichts, woran du dich treffen lassen könntest, außer vielleicht den Eerie und der, ja, ist so ziemlich der Unterschied hier. Und du könntest auch den Throwblock, wenn du auf der Wolke stehst, auf den Dingens werfen, auf den Turnblock und dann hast du mehr Zeit. So als ja. Idee. Geht aber auch so. Okay, ich sag nicht. Es ist immer so. Der sagt, ja, dann schaffst du es. Jetzt mach ich aber genauso weiter wie vorher, oder was? Ah, hast du die Messagebox schon gelesen? Ja. Dann habe ich da gerade nicht hingesehen, dann kannst du. Das war schon im letzten Part. Ja, dann habe ich da nicht hingesehen, weil ich da gelangweilt war und in Luna Magic ein bisschen rumgeschaut habe. Also darfst du einmal sterben und im nächsten Part kommt dann die vorletzte Grube und dann sterben das. Sterben wäre jetzt ganz schlecht. Ja, wieso? Dann hast du wieder 5 Leben. Ja, aber nicht in der Situation, in der Safe States, in dem ich war. Denn dann ist das Level nicht geschafft. Da hast du keine Mitweltfans aktiviert. Nein, vor allem ist dann das Level noch nicht geschafft. Das stimmt auch. Jetzt ist es geschafft. Das ist so schlecht, wenn du es nicht geschafft hast. Ja, dann lässt du dich am besten einmal sterben, dann hast du wieder 5 Leben, bevor dir nur ein Leben zu haben irgendwann mal zum Verhängnis wird. Naja, also hat es noch die Midway-Coins von den Schlössern? Also vom Schloss und vom Geisterhaus? Das werden wir sehen. Schau mal nach, Conan. Ist der Midway-Coin noch da? Niemals. Abgesehen davon habe ich das Level doch geschafft. Chosen, von der Idee her, ich hab das gar noch nicht, kann noch nicht den Midway Point haben, ich hab das Level doch abgeschlossen, dann ist doch der Midway Point resettet. Okay, never mind, ja okay. Jetzt mal schauen, was für Items du für die vorletzte Grube brauchst. Ich bin auch verwirrt, Conan, also lass dich nicht gemerkt. Also einen Pilz könnte man zum Beispiel gebrauchen oder einen Yoshi einer speziellen Farbe. Auf gut, um an die Messagebox zu kommen. Messagebox leistet dir hier gute Dienste. Ja, für die Messagebox brauche ich eine Feder. Ja. Und dann soll ich schon weiter hier oben gucken oder nicht? Du kannst ja schauen. Ich will eigentlich nicht. Aber ist es notwendig zu gucken oder? Ist nicht. Okay. Dann hol dir eine Feder und dann ja. Gucke ich auch nicht. Dann hole ich mal eine Feder und dann beenden wir den Part. Wo kriege ich denn am schnellsten eine Feder her? Das ist die Frage. Wo war denn hier? Es waren mehrere Level mit Federn. Die war ganz gut. Die ging schnell.
Zack. Feder. Feder. Tada. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.